Ein wunderschönes Hallo bei Green Hell. Wie versprochen, wunderbar ausgeruht. Und hier liegt ein Seil am Abgrund. Das nehmen wir mal besser mit, bevor es da runterfällt. Was verprügelst du da? Ein Baum. Oh, okay. Vorher ein bisschen Rindenstück. Och, da liegt er ja super. Hat sich gleich dahin gelegt, wo ich eh schon sammel. Perfekt gemacht. Schön, wenn die Natur mal mitdenkt. Oh, oh, oh. So. Das ist nämlich auch das Ding. Es war mir eigentlich klar, erschließt sich mir aber jetzt erst. Wir haben hier unten die Energieanzeige und oben die Gesundheitsanzeige. Und Gesundheitsanzeige setzt sich zusammen aus eben Ernährung und Trinken und so weiter. Ich muss mal Fette zu mir nehmen. Ah, ich habe die Nüsse. Gut. Essen. Nein, nein, nicht das Ei essen. Das gibt mir 15 Fett. Ja, das finde ich fett. Oh. Yeah. Nein, doch, das brauche ich eigentlich. Ich will jetzt mal gucken, wie ich hier eine Leiter bekomme. Bambusleiter oder Leiter? Langer Stock oder langer Bambusstock und Bambusstock? Nee, langer Stock haben wir jetzt 10 Tonnen. Auf jeden Fall langer Stock. Dann nehmen wir die Stockleiter. Ja, leider ist der Ofen im Weg. Ist nicht wahr. Ich soll auf meinen Ofen zu dessen. Guck echt, doch. Ey. Es geht nicht. Da. Dann mach ihn weg, wir haben genug Leben. Ich kann aber tatsächlich hier einfach ansetzen. Ja, das geht ja. Hier hinten raus wollen wir nicht nochmal aufbauen. Ich weiß es halt nicht. Sonst machen wir es halt hier vorne dran, die Leiter. Aber dann kommen vielleicht die Gegner hoch. Das könnte natürlich passieren. Dann mache ich es erstmal hier an die Seite, oder? Ja, ist eine Idee, weil da wollen wir nichts mehr hinmachen. Oder länger nichts. Ja, ja. Genau dann. Nee, komm, wir wissen jetzt, wie es kaputt geht. Ja, mit meiner Zauberaxt. Ja, toll. Langer Stock. Habe ich schon zwei dran gemacht, brauchst nicht mehr. Sag doch, bitte. Was red doch mit mir. Vor Holzscheite. Soll ich nochmal einen Baum ausnehmen? Das fühlt sich gar nicht mehr ein, oder was? Das glitscht so ein bisschen munter vor sich rum. Ich mache hier gleich einen Baum auseinander, kein Problem. Ich kann dir ja helfen, das ist kein Problem. Nö, ich mach schon. So. So, fall bitte in die richtige Richtung. Na, dann halt eben nicht. Wie viel Holzscheite brauchen wir? Nur noch ein, glaube ich, für diesen einen Forst. Bringt trotzdem jetzt mal zwei mit. Ah, okay, okay. Ja. Achso, ich bin ja dumm. Ja, ich bin dumm. Manchmal bin ich echt dumm. Nehmen wir mal. Ist echt doof, da dran zu kommen. Wo? Naja, jetzt hier oben an die Baustelle. Dann kannst du ja schon die geschafft? Leiter hochgehen. Oh, wie toll. Wir sind auf einem ganz neuen Level. Oh. Das gut. Hat nicht so gut geklappt. Merke, Bananenblätter halten nicht. Lauf nicht. Ja, wir müssen wohl nochmal einen Rahmen setzen, ha? Huh? Ja, aber jetzt kann ich hier wieder an das Ding. Aber da, das sind so Sachen, wo ich sage, das ist echt ein gutes Spiel. Ja. Weil ist halt nur logisch, wenn du einfach nur so ein Sonnendach baust, wirst du nicht drauf laufen können. Und man ist es aber einfach nicht gewohnt von anderen Spielen, dass das dann tatsächlich so empfindlich ist, in Anführungszeichen. Ja. Aber kann man jetzt, dann muss man... Guck mal nach Parkettboden. Wand... Wand ist Wand. Kleine Wand. Eingang, Seiteneingang, Hütte. Palmdach, leider. Das können wir noch nicht bauen, leider. Hier können wir nur kurz schlafen. Oh, wunderbar. Aber jetzt haben wir die Leiter schon gebaut. Wir können nämlich, also wir brauchen vermutlich ein Lehmdach, so wie ich das sehe. Man kann aber auch ein Lehmdach mit Aussparung bauen und so wie ich das interpretiere, kann man dann halt innerhalb von einem Gebäude auch nach oben. Weißt du, wie ich meine? Aber ich würde jetzt hier, da wo wir gerade durchgebrochen sind, erstmal ein Lehmdach hinsetzen. Ne? Da wollen wir kein Lehmdach mit Aussparung haben, oder doch? Nee, da machen wir nur mal ein Lehmdach. Machen wir erstmal ein Lehmdach. Gute Idee, ja, ja. Was braucht er jetzt hier? Wer hätte es gedacht? Lehmziegelstein. Glücklicherweise habe ich hier hinten Lehmziegelstein. Mensch. Super gemacht, ganz toll. Dann können wir tatsächlich einfach wieder Neues ansetzen. Was ist denn hier verkehrt?
Ich glaube, du hast da Zombie-Stöcke hingelegt. Die sind irgendwie untot. Hast du... Ach so, ich habe noch gar nicht so viel hergeholt. Muss man ja aufpassen, was man sagt auf YouTube. Das ist auch so das Ding. Also scheinbar ist ja wirklich... es gibt ja also andere Channels, die auf bei, sage ich jetzt mal, kritischen Themen vorsichtig sind, was sie sagen, weil es wohl Stimmen, also weil es wohl Algorithmen gibt, die das mitbekommen, was man sagt wohl auch, und danach das dann eben gebannt wird oder nicht gebannt wird. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach genau, und ein so ein Triggerwort ist sowas wie Guns oder halt Waffen. Trotzdem gibt es aber in der YouTube-Sound-Datei, die du benutzen kannst, für einfach um Videos zu schneiden oder sowas, einfach mal hier 50 Kaliber Shot und sonst etwas und Munitionsklirren und all so Zeug, einfach mit in der Sound-Datei. Verstehe ich dann halt auch irgendwie nicht so ganz. Fühlt sich für mich, wie nennt man das auf Deutsch, scheinheilig. Ja. Scheinheilig. Ich habe wieder kein Lagerfeuerasche mitgenommen. Hm. Soll ich mal welche runterbringen, weil ich habe bisher auch gerade nicht so viel zu tun. Du kannst dann den letzten Lehmklumpen mitnehmen. Ja, also ich bringe die Lagerfeuerasche mit. Nee, geh runter und nimm den leg das da rein. Du siehst schon, wo es hin muss. Du weißt es ja eigentlich auch. Ja. Dann kannst du das letzte Chivapchi mit hochholen. Ist okay. Ich habe jetzt keine Lagerfeuerasche mitgenommen. Doch, oh Mann, ey. Du sagst die ganze Zeit, nee, geh runter. Ich denke, okay, dann macht er das. Ich wollte nur sagen, dass du nicht einfach sinnlos runtergehst, mir die Asche hinbringst und wieder hochgehst, sondern du auch einfach runtergehen kannst, die Asche reinnehmen kannst und das Chichwapchichi hochbringen kannst, damit wir die Wege sparen. Ach, Wege sparen. Oh Mann, ey, manchmal... Es ist... Was hast du denn da eingepflanzt? Palmenblätter, okay. Ja, ich habe einfach mal so eine unbekannte Frucht, glaube ich, so einen Nusszwerg-Zweig da. Da kriegen wir Palmenwedel, wenn die reif ist. Nimm den toten Vogel bitte mit. Hab ich schon. Aber ja, gut, dann latsche ich jetzt einfach nochmal. Hab ich sofort mitgedacht. Hast du wirklich die Asche nicht in deinem Inventar? Nö. Ach, da ist er. Okay, ich hab's. Dann laufe ich jetzt nochmal runter. Stoffler, Asche rein. Ich glaube, die Lieferung. Ja. was ist los? Was braucht er? Ich brauche Proteine. Oh, hier braucht man noch einen. Ich weiß, deshalb hätte man ja Wege sparen können. Ich habe jetzt gerade wieder hier voll den Health-Problem. Was ist jetzt? Was hat er jetzt? Hä? Temperatur? Was zeigt er mir denn da an? Es pumpert, es klopft. Was ist los? Wo ist dein Problem? Mein Health geht total runter. Was ist? Muss ich mich jetzt untersuchen? Drehen. Wo ist mein Arm? Ich muss mich tatsächlich untersuchen. Arme. Alter, ich bin fest verletzt. Was ist da passiert? Tja. Ach, du bist durch das Dach fallen. Das kann natürlich sein, weil ich wenigstens meine Blutegel habe. Oder der Rest werde ich nicht überleben, wahrscheinlich. Vielleicht kann ich noch einen Verband schnell benutzen. Doch, ich habe einen Verband in der Kiste. Verband. Wo bist du? Ich glaube, ich bin gleich ohnmächtig. Dann kannst du noch mal runterlaufen, weil wir haben es ja nicht so mit Wege sparen. Nee, ich bin schon down. So, gestorben. Was? Danke. Alter, ist ja nicht normal. Ja, aber... Unbehandelte Wunde infiziert sich mit der Zeit und du verlierst Gesundheit. Ja, kann man mir nicht mal vorsagen, dass ich eine Wunde habe? Aber warum geht das so schnell bei dir? Ich bin ohnmächtig. Das ist echt blöd, dass es halt dann so wirklich läuft nach dem Motto, ja, die ganze Zeit nichts, sofort bumpert es da los, weißt du, du kannst nichts mehr machen. Ja. Ich helfe dir gleich. Okay. Du musst mein Stuff schnell holen. Klar. Bevor der jetzt hier auch wieder irgendwie sich spontan dazu entscheidet, mit dem Boden eins zu werden. Warum auch nicht? Ja, kann man ja mal machen. Schlussendlich wird alles Boden. Ja. Es ist Wurst. Alles wird Boden. Und das kann dann Simba mampfen. Oder wie war das mit dem Kreislauf? Ja. Ja, wo ist aber jetzt meine ganzen Waffen? Und es ist weg. Meine Axt ist weg. Okay. Ich habe jetzt eigentlich nur meinen Rucksackinhalt. Na toll.
Nee, Bogen oder sowas nimmt man ja normalerweise auch. Also kriegt man ja auch wieder eigentlich. Also sterben macht im Spiel überhaupt keinen Spaß. Du musst jetzt auch nicht extra wegen mir runterlaufen. Ich glaube, ich bin gleich Nö. so wieder aufgewacht. Das ist gut, dann bleibe ich hier oben. So, meine Naja. Axt ist weg. Ich Verdammte muss mich Axt. einfach dran gewöhnen, Singleplayer im Koop zu spielen. Ja, das ist viel einfacher. Ja. Wo ist denn jetzt? Aber es sind aber Chibab-Chichis fertig unten. Und dann bring ich mal welche mit. Ja. Hol mal welche mit. Nein, du bringst welche, kannst du auch holen und so. Ja, mache ich ja Mit jetzt. dem Ich hol mal Wissen. welche mit. Ja. Ich muss nämlich mich erstmal untersuchen. Gibt es für Untersuchen keinen Shortcut? Ah, Oh, ein Vogelnetz. ich hab einen Wurm. Ja, lass das da, da kommen manchmal Eier raus. Ich hab noch einen Wurm. Nee, ich habe nur zwei Wurmer. Das geht ja noch. Dann kann ich das mal ausprobieren mit dem Holznadel. Banane, Banane. Nehme ich noch ein Schwäppchen mit. Servus. Habe ich auch Hallo. ewig nicht mehr gegessen. Ja, das stimmt. Ich wüsste jetzt auch Chibab-Chichis. nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wo man die so schnell. Ja, doch, vermutlich irgendwo aus dem Tiefregal oder Jo. sowas, aber das ist dann auch nicht so cool. Oh! Warst du das? Nein. Warum war das so. Hä? Was meinst du? Irgendwas war extrem laut auf einmal. Na, komisch. Ach, weil das Dach fertig gemacht hast vielleicht? Hast du das Nee, jetzt das gerade war fertig davor. gemacht? Hm. Naja, das habe ich gerade fertig gemacht und das Geräusch, was wo du, also deine Reaktion auf das ein Geräusch war davor schon. Okay. So. Na, ich Moment. habe wieder eine Axt gebraucht. Ich muss mich erstmal untersuchen. Ha! Auf C, wenn du C gedrückt hältst, kannst du da. Und wie kann ich jetzt die Nadel benutzen? Ah, ach so, ja, okay, das ist logisch. Gut. Ich muss mich gleich hinlegen. Hä? Die Nadel kann man nur einmal benutzen? Nee. Aber vielleicht war sie bei mir schon kaputt. Die ist weg. Also, meine Axt ist weg, mein halbes Inventar ist weg. Also von daher wurde mich überhaupt gar nichts mehr weg und da. Toll. Naja. Naja, müssen wir nochmal gucken. So, ich muss auf den anderen Arm und diesen Wurm loswerden, bevor ich jetzt wieder irgendwas sehe. Och, kannst du mich wecken? Kennst du denn schon wieder? Weil ich 15 Würmer habe, weil ich die ganze Nacht ohnmächtig in dem Sumpf überleben musste. Weil du in der Zwischenzeit einfach mal stirbst. Der ist noch da, gut. Also, nicht so gut, aber hat ja, ist auch eine Form von Beständigkeit, sagen wir es mal so. Ja, tatsächlich verbrauchen sich die Knochennadeln. Na toll. Ich höre da schon wieder irgendwas. Können wir das zu Knochen machen? Alter, du bist über und über dreckig bei mir. Ja. Ich habe ja auch Chibab-Chichis geholt. Ist aber mal raschen. Ja, ich muss mich eigentlich auch einfach nur in den Regen stellen, dann geht das von alleine weg. Ach so. So machst du das in der Regel, okay. Meistens eigentlich schon. Oder halt unten, wenn es eh regnet, ist ja Wasser da, dann kann man auch dann sich waschen. So, zeige mal. Ja. Hält das? Hält das? Ja. Soll Hört ich sich jetzt da super durchlaufen, schlecht an. damit das kaputt geht? Nee, dann mache ich. Nee, dann tue ich mir weh. Wie komme ich jetzt hier wieder runter, ohne mir weh zu tun? Leitern ist mit. Das ist so unlogisch, dass die so extrem schwierig sind. In den Spielen sind die schwieriger als in das normale Leben. Gibt's nicht Ja. viel. Ja. So, ich penne mal eine Runde wieder. Ich hab wieder irgendwas, Igel oder wie, oder was? God, I'm thirsty. Er ist Donnerstag, sagt er mir. So, cool. Moment. Nee. Robinson Crusoe hieß der hieß Freitag, oder? Der hieß Keine nicht Ahnung. Donnerstag. Was sonst wäre das ja witzig gewesen, wenn da der Eingeborene dem irgendwie sagt, ich bin durstig, ich bin durstig. Ah, okay, dann nenne ich dich Donnerstag.
So. Das geht. Irgendwas hat er wieder. Was hat er denn? Ja, er hat da jetzt halt so einen Pümpel, aber keinen Wurm mehr immerhin. Vermutlich muss er das verarzten, oder? Ja. Okay, das will er nur. Alter! Pass doch auf! Soll ich dir helfen da? So, nee. Nicht? Ja, jetzt schon. Was denn jetzt? Entscheide dich. Mach runter. Ich hoffe, ich mache den Rahmen nicht kaputt. Oh, okay. Nee, mache ich nicht. Sehr gut. Also, dass ich nur den Rahmen kaputt mache, das wollte ich sagen. So, die Blätter auf. Ich stelle mich mal in den Regen, damit ich sauber werde. Und ess was. Genau. Wir sollten mal... Ich glaube fast, ich... Eine neue Lehmdecke? Ja. Moment. Ich habe... einen Bogen und einen Pfeil. Haben wir noch Federn? Wir haben noch Federn. Ich würde dann mal auf Jagd gehen. Wir brauchen früher oder später wieder was zu essen. Das ist eine gute Idee. Und holen uns dadurch auch Knochen. Dann kannst du ja da weiter wursteln. Du weißt ja auch jetzt, wie das geht mit dem Lehm. Nee, immer noch so nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Aber eigentlich ist es selbsterklärend. Na dann, ist gut. Ich bin Donnerstag. Ja, dann ess mal was. Trink mal was. Hier ist eine Lehmdusche. Das ist ja auch cool. Aber wofür? Zum Waschen vielleicht. Mit Lehm? Ja. Nein, wahrscheinlich ist das ein Waschbecken halt aus Lehm gemacht. Ah, oder eine Dusche aus Lehm gemacht. Ja. Ja. Ah, Moment, die kann ich noch hinlegen. Wir haben ja nicht so viel hier. So, mach mal jetzt hier über uns ein Lehmdach mit Aussparung. Oh, es wird schönes Wetter. Ja, wenn du meinst, dann können wir das machen. Herstellen. Eine Lehmkaminwand. Das klingt ja auch toll. Dann kann man sich dran kuscheln. Ja. Herstellen. So. So, herstellen. Gut. Irgendwas hat er immer noch. Ich guck mal schnell. Nicht, dass ich wieder einen Wurm oder Egel hab. Nö. Ja, ich müsste halt die verbinden, oder? Wenn man sich den Wurm rausgeholt... was läuft denn da? Ich verbinde das schnell mal. Diese Verbandspflanze, die finde ich auch nicht. Das ist immer noch das Problem. Warum? Die ist eigentlich relativ klar. Das sagst du? Ja. Aber die hat so goldene Blätter. Okay. Ja, ich muss mal schauen. Will der das jetzt? Was? Dann wickel ich mir das doch mal da drum. Ja, manche Sachen, die brauchen halt so lang dadurch und irgendwie auch. Wollen wir herstellen. Das gibt jetzt einen Blattverband. Gut. Weil bevor der sich halt jetzt da wieder bei den... Also man holt sich ja den Wurm raus, hat dann aber eine Wunde. Und bevor der sich, die sich entzündet, mache ich mir jetzt lieber einen Verband. Danke, dass du mir Chibabchichi mitten in meine... frische Wunde reinklebst. Ich sag's noch, weißt? Dann müssen wir uns beide mal so ein Chip ab Chichi nehmen und mal volles Gehen aufeinander zurennen. Mal gucken, was da passiert. So. Guck mal, jetzt bin ich hier. Blattmann. Ja, super toll. Ne? Ja, ist das zum Schutz schon, oder was? Nein, ich hatte... Schön, dass du mir zuhörst. Ja, ja, so. Ich hatte Würmer in jedem Arm einen und wenn man die rausholt, hat man ja eine Wunde und damit die sich nicht entzündet, habe ich jetzt einfach, das sind die Dinger, oder? Habe ich jetzt Verbänder dran gemacht. So, das habe ich ja nie so verstanden, dass die wirklich die sich entzünden. Da gibt es die Blätter, jetzt habe ich die Pflanze. Das ist nicht blau oder sowas, das ist mit Gelb, das ist die gelbe Pflanze. Aha. Ja, um das mal gesagt zu haben. Ja. 4? Ah. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich gehe auf die Jagd. Gute Idee. Und welche Pilze sind nochmal gegen Parasiten?
Ihr? Seid ihr gegen Parasiten? Ne, es gibt nur Energie, aber das ist ja auch okay. Da ist eine Kokosnuss, die lasse ich. Hier ist eine Raubkatze, eine Raubkatze. Die gibt Knochen! Ja, ich glaube, die rennt mir aber gerade hinterher. Wo bist du? Immer noch im Lager, ne? Ich renne gerade ins Lager und hab's am Arsch, ja. Ich versuche dir zu helfen, die kratzt. Ne, ja, danke. Die ist jetzt im Lager, backt das gerade ein bisschen fest. Ich brauche Energie noch, damit ich die abschießen kann. Die hat sich im Lager festgebackt, glaube ich. Die siehste. Ja, der ging daneben. Tote Katze. Alter, wie schön. Das war auch ein guter Treffer, siehst du das noch? Ist zwar nicht so schön für sie, aber... Ja. Soweit noch so fit ist und so, kann man das damit rechtfertigen? Da sind aber zwei Pfeile doch drin. Sammeln die mal auf. Ja. Hast du beide? Ja. Achso, ja, das nimmt er automatisch, ja. Das ist doch cool. Ja gut, dann das ging schnell mit der Jagd. Ja, gut, im Jagen, ne? Das ist ein tolles Team, ne? Ich so der Köder und ja. Dann würde ich hier einfach ein Lagerfeuer hinsetzen, oder? Oder wo wollen wir das haben? Ja, kann man da. Bist du an den Rand? Vielleicht kannst du es ja direkt hier an diesen Stamm hier kleben. Warte. Diese komische Lehmhütte. Warte. Lehm-Iglo. Weil guck, hier habe ich jetzt den Durchbruch gemacht. Hier werden wir wahrscheinlich langlatschen. Hier so, da wo ich stehe. Ja, Moment. Ja. Ja, da war's gut. Ja, da? Toll. Ja. Dahin bauen? Ja, gut. Dann machen wir das doch. Wunderschön. So, ich muss mal was futtern. Also die Katze auf den Grill schmeißen. Ja, ich beeil mich. Bei mir geht's auch nicht gut. Ich muss mich gleich schon wieder hinlegen. Ich gehe aber runter. Sehen wir, was von hier jetzt meinen Weg kreuzt. Warte mal. Nee, du müsstest vermutlich Feuer anmachen. Nee. Ich habe keine Energie mehr. Kein... Ja, ich auch nicht mehr lang. Trockenes Material ist im Dingsens drin. Ich habe kein Kugelbrett, dann muss ich erst mal schnell was machen. Dann schlafe ich nur mal kurz, damit ich genug Energie habe dafür. Ich wäre fast ohnmächtig geworden. Und ich beende schnell mal die Folge. So. Dann in der nächsten Folge gibt's lecker Katzenfleisch. Nam, nam, nam. Wunderbar. Das ist nicht so schön. Ich mag Katzen. Okay. Vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.